Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder und ich begrüße euch zum Hardware-Check. Wir werden, alter Mann, ist hier auch kein D-Zug mehr. Ich werde euch mal gucken, dass ich euch jetzt hier halbwegs runterkriege. Ich habe jetzt hier schon mal die Nintendo-Konsole, das ist der erste. Ja, seht ihr das? Ich habe so ein Spiel drin. So, rein, runter, zu. Anne so hoch. Ich muss jetzt mal die Kontrolle anschließen. So. Da das alles auch mit rechten Dingen zugeht. Ich stelle auch gerade fest, ich habe wieder die Hälfte vergessen. Aber das macht nichts, ich habe alle griffbereit. Wir brauchen nämlich ja noch Kabel für die alte Konsole. Oh. Die habe ich ja Gott sei Dank immer. Och, Mensch, mein Mikrofon weg. So. Und die Kabel habe ich ja Gott sei Dank immer griffbereit. Wir brauchen dafür Cinch-Kabel, ganz normale Cinch-Kabel. Und da die Nintendo-Konsole, ich weiß es gar nicht, ob die jetzt alle so waren, aber wo ist er denn jetzt hin? Da. Eins. 1, 2, 3. Hier haben wir doch was. Mehr brauchen wir doch gar nicht. So. Ich weiß gar nicht, ob alle das hatten oder nur einige Modelle, dass wir das... Das ist der normale Anschluss, dieser eine Cinch-Kabel da, seht ihr das? Und einige Modelle, glaube ich, hatten denn noch dieses, das weiß, das rote und das gelbe. Wir haben da halt natürlich keinen Stereoton, das brauchen wir jetzt natürlich nicht erwarten. So, und das werden wir jetzt auch hier gleich mal anschließen. Falsch rum, darum. Ich werde rot anschließen und ich werde gelb anschließen. Dann nehmen wir uns unseren Splitter-Konverter. Wie man so schön will. Oh, Stromkabel brauchen wir auch noch. Machen hier jetzt einfach mal rot an rot, gelb an gelb, Strom an Strom. Und Strom müssen wir natürlich auch in die Steckdose machen, weil das hätte ja sonst keinen Sinn. Und schon haben wir es an. So, dann haben wir noch ein HDMI-Kabel, was wir brauchen. Den werden wir, ist jetzt ein bisschen länger, sorry. Ich habe gerade so schnell kein kürzeres gefunden. Das schließen wir einfach an die HDMI-Schnittstelle an vom Gerät. Und ich werde es jetzt hier einfach mal an HDMI 2 machen. Weil 1 ist gerade meine Wii-Konsole, 3 ist PS3, 4 ist PS4. Logischerweise. So. Und dann bräuchte ich jetzt noch das hier, um das umzuschalten. Und dann gehen wir auf PlayStation. Ich hätte einfach nur Konsolen schreiben müssen, aber okay. So, und dann gehen wir hier auf, was hatte ich gesagt? 2 hatte ich gesagt. 2, machen wir das auch mal auf 2. So, jetzt seht ihr. Kein Signal, no Signal. So, und dann werden wir hier mal umschalten.
So, und da haben wir jetzt schon, wie ihr seht, ich werde euch mal so machen, da seht ihr das so ein bisschen besser. Wie ihr seht, haben wir jetzt Video out. Wir können jetzt hier auch, jetzt leuchtet es hier natürlich blau, das Licht, weil er ja an ist. Wir haben jetzt auf 1080p hochgemacht mit 50 Hertz. Wenn ich jetzt hier den 3D-Knopf für 4 Sekunden gedrückt halte, so NES-Mode on. Jetzt haben wir den NES-Mode on. Und jetzt, wenn wir ausmachen, so ist er aus, kommt natürlich kein Bild an, ein schwarzes Bild. Ich mache ihn wieder an. So. Input. Oh, guck mal, schön mit Ligavo Begrüßungsbild. Das ist neu. Das ist geil. Da möchte ich gerne mal wissen, ob das jetzt bei allen neuen Geräten ist, weil das gefällt mir. So, jetzt drücke ich nochmal für Input. S-Video, Video, S-Video. Ja, also wir lassen auf Video und jetzt 3D gedrückt halten. Für ein paar Sekunden. Da NES-Mode off. Wir können jetzt nochmal wieder anschalten. Ich will ihn ja anhaben. NES-Mode on. Und dass das Ganze funktioniert. Wenn wir hier auch erstmal den Ton noch anmachen. So. Ich bin es ja nicht mehr gewöhnt, so einen Controller hier in der Hand zu halten. Weil der ist, ja, das ist ein bisschen eckig. Das ist man ja nicht mehr gewöhnt. So, jetzt drücken wir Start. Welcher Knopf war denn das? War das auch Start? Ja. Die Musik damals, ey, war der Burner, ey. Ach, hier kann ich jetzt meinen Namen eintippen. Machen wir natürlich O. Die Musik ist der Burner, ey. Ich muss mal ein bisschen leiser machen. Nicht, dass es hier auch noch Content-ID gibt. Ich mach nachher dann im Video dann noch... Hoppala. Weit höher. O, D... Achso, hier ist auch richtig. I. N. N. So. Muss ich da Punkte machen oder was? Oh, Start. Ich lasse das einfach mal so, wie es ist. Aber hier wählen wir Deutschland aus. Ja, Start. So, Runden 10. Ausstattung. Ich will Automatik. Reifen, hart, weich, nass. Hart. Nee, weich. Spoiler nehmen wir 20 Grad. So, Rennen. Ist das eine Grafik, Leute, noch? Das ist ja... Oh, falsche Knopf gedrückt. Damit konnte ich damals mal Autorennen spielen. Da war ich nicht ganz so schlecht wie jetzt. Oh. Oh. Ich bin noch in der Spur. Ich bin noch nicht abgefahren. Ich bin immer noch innerhalb der Strecke. Oh. Oh, da kommt schon einer. Oh, da sind zwei.
Mach dich weg, Mensch, ich will hier durch. Ist doch nicht, ja. Jetzt setzt er sich vor mich. Ist der bescheuert oder was weg, du Penner? Jetzt fährt der, Mensch, ich bin da schon schnell. Fahr vor. Weg. Ich hab ihn überholt. Was, jetzt hat er mich wieder überholt. Achso, weil ich langsam war. Weil ich am Strandstreifen war. Okay. So ein Penner, ey. Hätte beinahe zwei eingeholt. Aber nur, weil ich den Start halt nicht erwischt habe, weil ich halt... Hatte halt ein... Ja. Falschen Knopf gedrückt. Pit. Aha. Okay. Das kann ich hier noch auswählen. Ist das geil. So, aber ich würde sagen, das reicht erstmal. Die Regentropfen, die sind der Burner. Die sind der Burner, Leute. Da kommen Regentropfen runter. Ich weiß nicht, ob ihr das könnt ihr wohl, glaube ich, nicht richtig erkennen. Das sind einzelne kleine Pixel, die so runterkommen. So, aber nicht so, so Regentropfen mit so einer richtigen Vierecke. Also das ist, also die Grafik von damals, das ist der Burner. Man sieht halt überall Ecken, Kanten. Das hat jetzt nichts mit dem Gerät zu tun. Das hat einfach mit dem NES zu tun, weil es war damals nun mal so. Und wir haben es gespielt. Aber da kommt richtig Retro-Style auf, muss ich echt sagen. Da kommt echter Retro-Style auf. So, die werden wir uns jetzt mal wieder abklemmen, ausmachen. Das ist mir nämlich zu viel Kabelwirrwarr hier. Das muss ich erstmal kicken, wie ich das alles unterkriege. Das werde ich jetzt nachher noch mit meiner Tochter spielen. Ich habe jetzt zwei Controller. Aber... Ich muss ja erstmal hier noch abbauen und das andere anbauen, um euch das alle zu zeigen. Komm her. Also für einige, die jetzt noch eine alte NES-Konsole haben, ist das Ding echt geil. Da könnt ihr wirklich eure NES-Spiele auf einem großen Bildschirm mit HDMI machen. Ihr habt den NES-Mode, wo das Bild auch noch mal ein bisschen optimiert wird. Also das funktioniert schon super. Und man sieht, kann ich euch gleich sagen, man sieht halt immer noch Pixel. Also es wird jetzt nicht so sein, dass ihr aus einem NES eine PS3 oder PS4 Grafik rausholt. Oder Super Nintendo oder so. Das ist technisch nicht machbar. Das müssen wir nun mal ehrlich so sagen, das ist technisch nicht machbar. Aber mit den beschränkten Mitteln der NES-Konsole holt das Ding, kann man das damit schön auf HDMI powern und haben, ja, dann... HDMI, weil die meisten neueren Fernseher, die haben ja kaum noch so Chin-Schnittstellen oder SCART-Schnittstellen. SCART wird ja komplett demnächst dann weichen. Dafür ist ja HDMI da. Und da haben wir dann halt diese günstige Alternative, der Zwischenteil und fertig ist. Und wir können unsere alte Konsole bzw. alte Geräte, die auf Chinch basieren, dort super anschließen oder S-Video. Der eine oder andere hat ja vielleicht noch eine Kamera, die auf S-Video basiert. Die können wir da super anschließen. Bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Ich teste jetzt als nächstes gleich das nächste Produkt. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.